Es ist der Einstieg in den Motorsport, die Spezialtourenwagen-Trophy. Wer unter professionellen Bedingungen auf Rennstrecken fahren will, kann hier in einer der kleinsten Motorsportserien starten. Bei uns kann jeder noch einen Grill rausholen und vor der Box auch mal ein Stück Fleisch braten. Um bei der Amateurserie mitzufahren, sparen einige Fahrer das ganze Jahr und geben für 7 Rennwochenenden bis zu 250.000 Euro aus. Die Duelle sind robuster als in der Formel 1. Jederzeit kann es auf der Piste zu gefährlichen Unfällen kommen. Irgend so einer 8 hat gemeint, er ist der Überflieger oder was und ist mir voll in die Seite reingefahren. War schon im Einlenken und er ist einfach geradeaus und ins Auto rein. Die Hobbyrennfahrer opfern ihren Urlaub, reisen pro Rennwochenende hunderte Kilometer und schrauben ihre Boliden selbst zusammen. Leidenschaft Motorsport. Du bist nicht bloß ein Zuschauer vom Rennen, sondern du bist ein Teil vom Rennen. Und das ist das Geile. Rennsport hautnah. Und auf der Strecke kann alles passieren. Das, was jetzt passiert ist, ist natürlich für ein Team mit das Schlimmste, was passieren kann. Die Spezialtourenwagen-Trophy. Seit 1986 ist sie fester Bestandteil der deutschen Motorsportszene. Sie wurde als Auffangstation für Autos geschaffen, die in großen Rennserien nicht aufgenommen werden. In der Amateurserie für jedermann treten unterschiedlichste Fahrzeugmodelle gegeneinander an. Die Hobbyrennfahrer messen sich in unterschiedlichen Leistungsklassen. Dodge Viper gegen Ford Fiesta quasi. Gepunktet wird wie in der Formel 1. Eine solche Rennserie für Hobbymotorsportler ist in Deutschland einzigartig. Profis sind hier unerwünscht. Und das Familiäre wollen wir gar nicht verlieren. Es gibt Serien, wo immer mehr Profis auflaufen. Das ist ganz falsch. Das müssen wir versuchen zu unterbinden. Für eine reelle Meisterschaftschance aller Tourenwagen und GT-Fahrzeuge sorgt die Klasseneinteilung. In jeder Klasse werden Punkte für die einzelnen Platzierungen verteilt. Insgesamt treten bei der Spezial-Tourenwagen-Trophy 33 Fahrer an. Einer von ihnen ist Ralf Glatzl aus Baden-Württemberg. Der Hobbyrennfahrer leitet das größte Team der STT. Für die Saisonvorbereitung hat er sich extra einen Hof im heimischen Königsborn angemietet. Hier beherbergt der Rennstall neben 2 Lkw und seinem Rennauto auch die Werkstatt mit allen Ersatzteilen. Das ganze Team betreibt den Rennstall ehrenamtlich. Für den Sieg opfern sie ihre Freizeit und für die Rennwochenenden nehmen sie sogar extra Urlaub. Also die Struktur bei uns im Team ist so, dass mein Vater alles managt, was so, sag ich mal, außerhalb vom Fahrzeug ist, also Sponsoren, Termine etc. Ich bin mehr mit dem Mechaniker hier die ganze Zeit in der Werkstatt, schaue mir alles an, was wir machen. Ralf Glatzls größte Unterstützung sind seine Eltern. Mutter Lilo und Vater Roland begleiten ihren Sohn jedes Rennwochenende. Ich bin dann immer unterwegs, Ersatzteile holen. Und bevor es auf die Rennstrecke geht, dann geht es kräftig zum Einkaufen, Getränke holen, das ganze, ganze Lebensmittelsachen holen. Also da bin ich schon richtig kräftig unterwegs und auch gut eingespannt. Jetzt, 3 Monate vor Saisonbeginn, baut Ralf Glatzl gemeinsam mit seinem Team das Rennauto zusammen. Die gelernten Mechaniker helfen in ihrer Freizeit, bis jede Schraube am Ford Fiesta sitzt. Während der Saison reist das 20-Mann starke Team dann mit an die Rennstrecke, um vor Ort das Auto auf die Rennen vorzubereiten und bei Zwischenfällen Schäden zu reparieren. Das ist das größte Team. Wir haben am meisten, was ihr euch anschauen könnt. Ihr seht von der Küche bis zu jeder Schraube bei uns alles. Das gibt's bei keinem anderen Team. Das kleinste Team der STT kommt aus Leipzig. Fahrerin Viktoria Fross ist eine der besten Frauen in der kleinen Serie. Unterstützt wird sie von Vater Mike und Mutter Grit, sowie Techniker Andreas und Freund Steve. Insgesamt besteht der Familienrennstall aus gerade einmal 7 Personen. Ich möchte schon Meister werden, klar. Es ist mal an der Zeit, dass man eine Frau gewinnt. Damit seine Tochter ihre Leidenschaft ausüben kann, hat Vater Mike Fross 2012 extra den Familienrennstall gegründet. Er finanziert sich über Werbepartner und Sponsoren. Auch wenn der Rennstall aus Leipzig mit 7 Personen sehr klein auffährt, ohne Organisation und Hilfe von ausgebildeten Mechanikern geht es auch bei dem kleinsten Team der STT nicht.
Unsere Teamstruktur ist so ein bisschen so aufgebaut, klar, der hauptsächliche Teil ist familiär. Aber wichtig ist, dass einer das Sagen hat, wenn der technische Ablauf ist. Und da habe ich mir einfach mal eingebildet, das bin ich. Victoria Frost tritt in der Spezial-Tourenwagen-Trophy gegen insgesamt 32 andere Fahrer an. Ihr härtester Konkurrent ist Ralf Klatze. Er fährt, wie auch die Leipzigerin, in der Klasse der kleinsten Fahrzeuge. Hier treten Rennautos mit einem Hubraum bis zu 3000 Kubikzentimeter gegeneinander an. Seit Jahren herrscht zwischen den Leipzigern und Klatze Racing eine gesunde Rivalität. Sobald der Helm auf ist und es geht auf die Strecke, dann gibt es da keine richtigen Freunde mehr. Das sind alles dann Mitbewerber, da kämpft jeder für sich alleine. Sie sind zwar das kleinste Team der STT, aber trotzdem wollen sie die Meisterschaft für sich gewinnen. Familie Voss. 450 Kilometer südwestlich sitzt das größte Team der STT, Familie Glatze. Auch sie wollen die Meisterschaft gewinnen. Drei Tage vor dem zweiten Rennwochenende der Saison trifft Glatze Racing auf einem extra angemieteten Hof letzte Vorbereitungen. Sohn Ralf Glatze verlädt seinen Ford Fiesta samt Ersatzteilen. Vater Roland besorgt die Verpflegung für das 20-Mann starke Team. Morgen früh geht es zur Rennstrecke nach Oschersleben. Bis dahin muss alles fertig sein. Es ist halt nicht nur an die Rennstrecke kommen, reinsitzen und fahren. Dadurch, dass ich ja eigentlich auch Teamchef bin, ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, weil wir mal alles organisieren müssen, logistisch alles klären müssen. Für die Logistik hat sich Ralf Glatze zwei Lkw angeschafft. Sie transportieren die Fahrzeuge, Ersatzteile, Werkzeuge, Proviant und alles weitere an die Rennstrecken. Die 40 Tonner wurden extra für den Rennstall umgebaut. In ihnen befinden sich Rennfahrzeug, Werkstatt und sogar Schlafmöglichkeiten. Das Herzstück des Motorsportteams aber ist Ralf Glatzels schwarzer Ford Fiesta ST Cup. Das 185 PS starke Fahrzeug hat einen 1,6 Liter Duratec ST-Motor und wiegt 960 Kilogramm. Alle überflüssigen Teile haben die Männer entfernt, um auf der Strecke schnellere Rundenzeiten zu fahren. Die Rennfahrzeuge der STT sind zwar an die Serienmodelle angelehnt, in der Ausstattung erinnert aber nichts mehr an ein herkömmliches Auto. Um seinen Tourenwagen motorsporttauglich zu bekommen, hat Ralf Glatze mit seinem Team zunächst alles auseinandergebaut, um dann aus der Rohkarosse alles neu aufzubauen. Zum Serienfahrzeug ist hier in dem natürlich anders, dass wir keine Sitze drin haben. Wir haben keinen Dachhimmel, wir haben keinen Boden drin. Das haben wir alles rausgemacht wegen Gewichtsreduzierung. Dann haben wir kein Zündschloss wie ein Serienfahrzeug, sondern wir haben alles separat über Schalter und Sicherung abgeschaltet. Das heißt, wir tun Zündung, Benzinpumpe, das alles separat einschalten. Sicherheit wird bei den Rennen groß geschrieben. Wo im Serienmodell der Beifahrer Platz nimmt, befindet sich hier der Feuerlöscher. Der lässt sich bei Unfällen sowohl von innen als auch von außen betätigen. Das Wichtigste ist aber die Sicherheitszelle. Bei einem Crash schützt dieser in den Wagen geschweißte Überrollkäfig den Fahrer vor schweren Verletzungen. Das ist aber noch nicht alles. Dann die Gurte ist halt auch nicht wie bei einem Serienfahrzeug, dass wir hier so einen Gurt haben, wo wir schön gemütlich ziehen können, sondern das ist ein Sechspunktgurt, kommen zwei von unten. Einer von rechts, von links und dann über die Schulter, einer von rechts nach links. Die werden alle zusammengesteckt hier und werden dann über die Schlaufen gleich gespannt. Also wir sind immer reingepresst, nicht wie in der Serie. Ja gut, der Sitz, der muss abgenommen sein, muss eine seitliche Stabilisation haben. Drei Monate hat der Umbau zum Rennfahrzeug gedauert. Zusätzlich hat das Team auch noch ein Ersatzfahrzeug dabei. Nach Unfällen können die Mechaniker hier jedes Teil aus der Reserve holen. Der nächste Morgen, 7 Uhr. Es geht los nach Oschersleben. Hier findet am Wochenende das zweite Rennen der Saison statt. 550 Kilometer und 6 Stunden Fahrt liegen vor dem Rennteam aus Baden-Württemberg. Wir haben zwei komplette LKWs mit dabei zur Rennstrecke und mit einem fährt es mein Vater. Das sind die zwei Autos drin. Dann ist noch so ein kleiner Wohnbereich in unserem anderen Auflieger und hier in meinem Auflieger ist ein Büro und ein Ersatzfahrzeug und das ganze Equipment wie Zelt, Stellwände, Vermessungsbühnen, Reifenwagen, Kühlschränke, das haben wir alles geladen.
2 Speziallaster. Eine Anschaffung extra für die Motorsportwochenenden. Pro Gespann hat Ralf Glatzel 40.000 Euro ausgegeben. Ein teures Hobby für den gelernten Mechaniker. Doch aus eigener Tasche zahlt er nichts. Der Schwabe finanziert sein teures Hobby über Werbepartner. Ralf Glatzel kämpft in der Klasse der Hubraumzwerge um die Meisterschaft. Hier treten Fahrzeuge mit einem Hubraum bis zu 3000 Kubikzentimeter gegeneinander an. An der Rennstrecke in Oschersleben ist seine größte Konkurrentin bereits angekommen. Viktoria Fross aus Leipzig. 2012 habe ich angefangen. Unter der Woche arbeite ich ganz normal als Immobilienkauffrau gelernt. Und am Wochenende ist das eben von Frühling bis Herbst mein Spaß. Der Familienrennstall um Viktoria Fross besteht aus 2 Rennfahrern. Neben der Leipzigerin geht auch Marcel Vogel an den Start. Der 16-Jährige fährt dieses Jahr seine erste Saison. Gemeinsam mit Viktoria Fross kämpft er im Team IMC Motorsport gegen Konkurrent Ralf Glatzel um die Meisterschaft. IMC Motorsport hat mein Papa damals gegründet, extra für mich. 2012 oder 2013 hat er das dann gemacht, um das halt ganz professionell aufzuziehen, wenn sie sagt, meine Tochter ist im Motorsport. Hierarchie, ich glaube, ich komme kurz nach ihm. Ich hoffe doch mal. Auch wenn es eine der kleinsten Rennserien im Motorsport ist, pro Saison geben einige Teams bis zu 250.000 Euro aus. Der Familienrennstall Fross finanziert seine Leidenschaft über Werbepartner. Schriftzüge von Sponsoren auch bei Ralf Glatzel. Der Schwabe ist nicht nur Rennfahrer, sondern zugleich Teamchef. Sein eigenes Team, Glatzel Racing, nimmt auch andere Rennfahrer auf. Man kann sich bei uns einkaufen, indem man mit uns zusammen entscheidet, welche Klasse, welche Serie fahren wir. Wir machen dann die komplette Betreuung, vermieten das Fahrzeug an den jeweiligen Fahrer. Dafür müssen die Amateurfahrer tief in die Tasche greifen. 5.000 Euro kostet das Anmieten eines Rennfahrzeugs für ein Rennwochenende. Mit der Rennfahrzeugvermietung für jedermann erfüllt Ralf Glatzel nicht nur den Traum einiger Hobby-Motorsportler. Die Leihfahrer sind auch eine gute Einnahmequelle. Das Rennwochenende startet wie in der Formel 1 mit dem Qualifying. Bevor es gleich auf die Rennstrecke geht, müssen die Teams letzte Vorbereitungen treffen. Die Mechaniker stellen die Reifen exakt auf die Strecke und das Wetter ein. Danach geben sie den Fahrern letzte Tipps für den Verlauf. Anders als bei Vettel und Co. besteht die Boxencrew hier nur aus der eigenen Familie. Also ich glaube, die meisten Leute sehen uns eigentlich nur im Kreis fahren, die halbe Stunde, und sehen nicht, was Vorbereitung, Nachbereitung alles so ansteht. Wir haben jetzt 3 Tage Vorbereitung gehabt, dass alles eingeladen ist, dass die Autos vorbereitet sind, geschaut, dass alle Ersatzteile dabei sind, die gebraucht worden sind. Und das sieht er leider nicht. Leider, aber kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Anspannung und Konzentration sind jetzt überall in der Box zu spüren. Viktoria Fross fährt los. Letzte Handgriffe auch beim Team Glatzel. Beide verlassen zeitgleich die Boxengasse. Dann startet das Qualifying. Bei dem Zeittraining werden die Rundenzeiten gemessen. Die schnellste Runde eines Fahrers ist ausschlaggebend, von welchem Startplatz er beim späteren Rennen starten darf. Nach dem 20-minütigen Qualifying steht fest, Team Frost wird mit Marcel Vogel und seinem roten Mini beim Rennen am nächsten Tag von ganz vorn starten. Also er startet ja morgen von der Pole. Und ich denke mal, wenn er Marci die Chance hat, wegzufahren, wird er das auch machen. Ich stehe ein bisschen weiter hinten, aber ich gucke mir den ganzen Spaß erstmal von hinten an. Ralf Glatzel ist zwar hinter Team Frost, trotzdem gibt er sich kampfeslustig. Ich weiß nicht, ob IMC gerade einen Höhenflug hat, aber die können sich auf jeden Fall morgen warm anziehen. Dass Marcel ist zwar vor mir, aber im Rennen, glaube ich, da würde ich ihm ganz schön Druck machen. Und dann schauen wir mal, wer als erstes übers Ziel fährt. Der nächste Tag. Gleich startet in Oschersleben das Rennen. Nervosität in der Boxengasse. Das Wetter bereitet den Mechanikern Kopfzerbrechen. Das Wetter ist so unklar,
dass wir jetzt nicht genau sagen können, es ist genau bei 50% Wahrscheinlichkeit zum Regen. Und das heißt, wir müssen uns auf beides vorbereiten. Abstimmung muss im letzten Augenblick geändert werden, falls es wirklich anfängt zu regnen. Ist für uns unwitzig, kann ziemlich stressig werden, die ganze Nummer. Kurz vor dem Start sieht es dann nach Regen aus. Die Mechaniker müssen umdisponieren und die Fahrzeuge kurzerhand auf Nässe einstellen. Den 16-jährigen Marcel Vogel erwartet gleich sein erstes Regenrennen. Ich bin noch nicht im Regen gefahren und jetzt warten wir mal, was auf mich drauf zukommt. Mein Puls ist bei 180 wahrscheinlich. Das Wetter ist unbeständig. Für die Mechaniker ist es schwierig, die richtigen Reifen zu bestimmen. Deshalb ein Trick. Hinten lassen sie die profillosen Slicks aufgezogen, vorne kommen Regenräder drauf. So muss das Team kurz vor dem Rennen nur noch zwei Räder wechseln, egal ob es regnet oder nicht. Wir müssen jetzt nicht nur die Räder wechseln, sondern auch die Dämpfereinstellung, passend für den Regen. Die werden etwas weicher gemacht, damit die Räder mehr Last kriegen, weil das Auto sich mehr bewegt und der Fahrer deutlich mehr, nicht nur mehr Gefühl hat, sondern die Reifen werden noch besser warm. Das Rennen beginnt bei strömendem Regen. Nicht nur Niederschlag erschwert die Sicht für die Piloten, es kommt auch noch Nebel dazu. Es läuft gerade gar nicht so schlecht. Unser Junior ist so an die Spitze gestürmt in der Klasse, dass die anderen sich umgeguckt haben. Der ist mitten in die Großen da reingetümmelt. Der liegt auf 9 gesamt oder so. Hat aber gerade wohl einen Ausritt gehabt. Und ich vermute, dass er das Auto aus hatte. Im Moment ist die Nebelschlussleuchte aus. Das gibt richtig Ärger. Wir versuchen jetzt ein Schild zu besorgen, dass das Licht anmachen muss. Marcel Vogel ist auf dem besten Weg zu seinem ersten Sieg. Schaltet er jedoch die Nebelschlussleuchte nicht ein, ist das ein klarer Regelverstoß, der später von der Rennleitung geahndet werden kann. Ja! Hat er gesehen, vorher habe ich schon so gemacht, hinten, weißt du? Ast rein, Nebelschlussleuchte ist an, das kann richtig Ärger geben. Erschwerte Bedingungen für die Hobbyrennfahrer. Durch den Regen ist die Fahrbahn nass und unkontrollierbar. Der Nebel erschwert die Sicht. Team Klatzel hat in Runde 2 den Kontakt zu Fahrer Ralf verloren. Wir vermissen momentan, wir wissen nicht, wo er steht, was im Auto passiert ist, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ist er abgedrängt worden, vielleicht war es sein eigener Fehler. Das weiß keiner Bescheid. Nur wenige Sekunden später kommt Ralf Klatzel in die Boxengasse, ohne seinen Ford Fiesta. Direkt nach dem Start hatte der Rennfahrer einen Unfall. Dabei wurde der linke Hinterreifen von der Felge gerissen. Das Aus für dieses Wochenende. War schon ziemlich enttäuschend, weil Regen ist eigentlich unser Wetter. Da hätten wir richtig schnell sein können. Ich denke, da hätten wir auch das Rennen gewinnen können. Aber Regen ist natürlich auch immer ziemlich gefährlich. Man hat keine Sicht draußen gehabt. Also der Start war eigentlich nur Blindflug. Man hat ein paar Lichter mal kurz gesehen. Währenddessen ist das Rennen für die anderen Teams noch in vollem Gange. Beim kleinsten Team könnte es nicht besser laufen. Youngster Marcel Vogel gewinnt in Oschersleben. Zwei gute Sachen hat er gemacht. Geil. Er hat das Rennen gewonnen und den Nebelschluss heute wieder angemacht. Alter, ist absolut geil, ehrlich. Die beiden sind so da vorne reingeballert in die Großen. Also Marcel auf 1, Vicky auf 3. Vicky ist am Anfang aufgehalten worden von ein paar Großen. Das muss man sich mal vorstellen, wie talentiert Vicky ist. Und die hat die komplett abgeblasen. Und der Marcel voll in die Top 10 rein, mit so einem kleinen Ding. Eigentlich unmöglich. Der 16-jährige Marcel Vogel holt sich in seiner Premierensaison gleich den Sieg. Also der Puls ist jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter runtergekommen. Ich fühle mich super nach dem Sieg jetzt. Und ja, schon eine geile Geschichte. Als Preis gibt es für ihn einen Handschlag vom Veranstalter und einen Pokal. Ich freue mich sehr für meinen Teamkollegen. Es war sein erstes Regenrennen, hat er toll gemacht. Bei mir standen ein paar im Weg, ich konnte dann nicht mehr aufschließen. Aber mein Auto ist heile, ich bin total zufrieden mit meinem Platz 3. Glatze Racing ist bedient. Jetzt, wo das Rennen vorbei ist, klart der Himmel auf. Strahlender Sonnenschein beim Abbau. Wir haben uns eigentlich viel erhofft heute, weil im Regen sind wir verdammt schnell. Wir wissen, dass das Auto verdammt schnell ist im Regen. Und natürlich nicht so toll, wenn man jetzt mit 0 Punkte heute heimfährt, sag ich mal. Aber ja, wir haben ja jetzt noch 5 Rennwochenenden und da kann noch einiges passieren. 2 von 7 Rennwochenenden sind vorbei. Noch ist für jeden Fahrer die Meisterschaft drin. Immerhin war das Rennwochenende für Ralf Klatzel kein Totalausfall. Im zweiten Rennen am nächsten Tag schafft er es auf den 2. Platz und holt sich damit ein paar wichtige Punkte für die Gesamtwertung.
Ziel ist auf jeden Fall Gold. Also ich fahre nicht mit, um Zweiter oder Dritter zu werden, sondern ich will gewinnen. 4 Monate später. Mittlerweile liegen 5 Rennwochenenden hinter den Familien. Die Saison ist fast vorbei. Viktoria Fross führt in ihrer Klasse vor Team Glatzel. Heute geht es für den Familienrennstall Fross an den Sachsenring, 90 Kilometer von Leipzig entfernt. Ihr Heimrennen. Auch wenn das Team relativ klein auffährt, diesen LKW haben sie sich für die Saison trotzdem angeschafft. Den LKW haben wir seit Anfang des Jahres. Aufgrund des Rennkalenders haben wir gesagt, das können wir mit, wenn du mit 3 Autos fährst, das ist nicht handelbar, das wollen wir auch nicht. Deswegen hatten wir uns dann nach dem guten Stück hier umgeschaut, auch gefunden. Und genau, so können wir die beiden Auspuffs transportieren, ohne dass wir mit 3 Autos immer unterwegs sein müssen. Als kleinstes Team der Serie reist Familie Frost zu 4 an den Sachsenring. Für den Aufbau des Fahrerlagers reicht das nicht. Sie brauchen dringend Unterstützung. Der Nachteil des kleinen, familiären Teams: zu 4 können sie kein ganzes Teamzelt aufbauen. Sie rufen deshalb ihren 2. Fahrer Marcel Vogel an. Meine Idee wäre, dass du dann am Sachsenring gleich abgeliefert wirst. Geht das? Ja, wenn du da bist, bist du da. Wir sind jetzt schon unterwegs. Das Rennen am Sachsenring ist ein Heimspiel für die Familie aus Leipzig. Viele Freunde und Sponsoren werden am Wochenende dabei sein. An der Rennstrecke wartet Teamkollege Marcel Vogel schon am LKW. Er muss heute noch komplett ausgeladen werden. Direkt an den LKW wird außerdem das Vorzelt gebaut. Das beherbergt am Wochenende das ganze Rennteam mit seinen Fahrzeugen. Bei ungemütlichen 8 Grad Außentemperatur und Regen beginnt das kleine Team mit dem Aufbau des großen Zelts. Blöd zum Aufbau ist es jetzt nicht unbedingt. Wind wäre viel schlimmer als Regen. Also es geht. Solange es nicht windig ist, mag das noch gehen. Bei strahlendem Sonnenschein ist es natürlich schöner, aber das können wir uns ja nicht aussuchen. Nur müssen wir hier aufpassen, weil wir gerade auf dem Kleidbelag stehen. Das ist sehr rutschig. Es ist nicht nur rutschig, es ist auch kalt. Es ist windig. Und es sind zu wenige, um bei diesen Konditionen das große Vorzelt aufzubauen. Veranstalter Rolf Krepczyk springt spontan ein. Ist schon schöner, wenn mehr Leute da sind. Hier hilft einer dem anderen, so müsst ihr das sehen. Genau, ja. Richtig. Einer muss auf dem LKW, muss es oben einfädeln. Und die anderen müssen halt hier unten mithalten und mit rüberziehen. Und wenn es windig ist, ist es schwierig. So wie jetzt. Doch dann wird das Wetter noch schlimmer. Es fängt an zu stürmen. Ohne Sicherung muss Victorias Freund Steve auf das Dach des LKWs, um die Zeltplane zu befestigen. Steve, rutscht dort nicht ab, ich sag dir's. Ganz schön windig. Steve zieht die Plane Meter für Meter in die Dachkante des LKWs ein. Mit vereinten Kräften spannen alle die riesige Zeltplane auf. Der Wind weht unvermindert weiter. Wenn jetzt jemand loslässt, könnte die Plane wegfliegen und zerreißen. Das Team hätte dann kein Fahrerlager mehr. Um das zu verhindern, befestigt Victorias Freund Steve die Zeltplanen am Privat-PKW. Wir halten jetzt mal das Zelt ein bisschen fest, weil jetzt kann natürlich der Wind hier unten drunter wehen und das Zelt abheben. Deswegen macht man das immer schnell am Auto fest. Dann kann es nur höchstens mitsamt Auto wegfahren. Jetzt werde ich die Zeltplane noch spannen. Die Mädels bauen jetzt schon die Seitenteile rein, dass der Wind halt praktisch nicht mehr drunter fahren kann. Und dann ist eigentlich alles Schlimmste vorbei. Der Rest des Teams lässt auf sich warten. Rennstallchef Mike ist auf einem Termin in Leipzig und die Mechaniker stecken im Stau. Am Ende schafft es die Familie aber, das rund 70 Quadratmeter große Motorhome unbeschadet aufzubauen. Jetzt kommt Teamchef. Jetzt, wo die Arbeit vorbei ist. Jetzt werden im Innenbereich Gummimatten verlegt. Dieser Bodenbelag schützt die Mechaniker beim Reparieren der Autos vor Dreck und verhindert das Ausrutschen auf dem nassen Beton. Im hinteren Bereich baut Mike Frost derweil den Catering-Bereich auf, der zugleich als Aufenthaltsraum dient. Vorne entsteht die Werkstatt für die 2 Rennfahrzeuge. Nach stundenlanger Fahrt kommen am Abend auch endlich die 2 Mechaniker mit den Rennfahrzeugen an. Zu spät, um beim Aufbau zu helfen. Mittlerweile bereiten alle ihr Schlafquartier vor. Geschlafen wird nicht etwa im Hotel, sondern ganz bodenständig im LKW. Auf engstem Raum, mitten an der Rennstrecke.
Finanziell sind wir etwas eingeschränkt. Deswegen haben wir hier zusätzlich noch ein paar Schlafplätze geschaffen. Wir kommen da gut mit klar. Und die Stimmung ist auch ganz gut. Das ist so ein, im Gegensatz zum Hotel. Wir hocken alle recht eng aufeinander. Wenn man sich gut versteht, ist das eine ganz tolle Sache. Das nutzen wir dann auch aus. Im Normalfall stehen hier zwei Autos drin zum Transport. Und unten rein werden dann die Werkzeugkisten, der ganze Bedarf, unser Quad, was wir haben, da steht alles komplett hier drin, wird vernünftig verankert. Und dann muss das schon so ziemlich nach Plan auch gepackt werden. Also wir können jetzt nicht wahllos reinschmeißen. Also es geht jetzt nicht los in den Urlaub und wir packen den Kofferraum einfach, werfen alles hinein, sondern das ist schon ein bestimmter Plan. Auch Team Glatzel ist mittlerweile am Sachsenring angekommen. Das größte Team der Rennserie übernachtet ebenfalls an der Piste in den zwei eigenen LKW-Anhängern. Jeder bringt sein Klappbett hier selbst mit. Das Teamfeeling ist eigentlich schon ziemlich cool, weil ja, du bist halt direkt an der Strecke oder im Bett, du zweimal umgeflogen und du liegst im Bett drin. Das ist eigentlich schon irgendwie cool, weil du wachst auf durch Motorenlärm und so, wenn dann die anderen auf die Strecke fahren oder gerade wer einen Test laufen lässt und ist so um 6 oder 7 in der Früh. Das ist eigentlich schon eine coole Art zum Aufwecken. Also das macht schon Spaß. Das ist richtig, ja, Motorsport haut noch. Das ist, näher kommst du eigentlich gar nicht dran. Der nächste Morgen. Familie Glatzel hat ihr Fahrerlager direkt neben dem von Familie Voss aufgebaut. Auf der Rennstrecke herrscht Konkurrenz. Im Fahrerlager geht es dagegen kollegial zu. Bevor die Autos auf die Rennstrecke dürfen, müssen sie wie in jeder Rennserie durch die technische Abnahme. Hier prüft der technische Kommissar, ob das Reglement beachtet wurde und die Rennkleidung und Sicherheitsvorkehrungen im Auto stimmen. Gibt er kein grünes Licht, darf das Auto nicht auf die Rennstrecke. So, das ist immer fertig. Ja, perfekt. Hast du einen? Das ist mein Auto. Ich entwerfe das Design oft selber, so meistens über die Wintermonate. Wir haben eine direkt für Mini wie so eine Abdeckplane aus Stoff, so richtig für die Seitenspiegel noch was vorgefertigt. Und da ist auch ein Reißverschluss drauf. Und da wir eigentlich immer davon sprechen, dass wir über den Winter unserem Auto ein neues Kleid verpassen müssen, haben wir gesagt, wir machen es einfach mal so richtig mit Reißverschluss. Dann geht es los. 33 Fahrzeuge starten zum Qualifying. Für die Fahrer geht es jetzt auch darum, ihr Auto optimal auf die Strecke einzustellen und ein Gefühl für den Sachsenring zu bekommen. Doch nach wenigen Minuten gibt es die erste Unterbrechung. Fakt ist, irgendjemand wird die Strecke verlassen haben. Der liegt jetzt so, dass das schwer geborgen werden kann. Dann ist das Training unterbrochen, ist jetzt rot. Ist jetzt für alle Beteiligten schlecht, weil nicht einer irgendwie andeutungsweise auf eine Temperatur gekommen ist von seinem Fahrzeug. Also hier, die ersten Runden sind jetzt verschenkt. Bei Team Glatzel gibt es die ersten Probleme. Das ganze Rennen übersteht Mechaniker Michael Drexler mit Fahrer Ralf in Telefonkontakt. Und der meldet Probleme mit dem Benzin. Ja, dann kommen wir rein und gucken wir. Ja, benzintechnisch hat er Aussetzung, oder? Nein, definitiv. Der kommt gleich. Der kommt von vor. Pass auf, Mann! Sprit. Wir brauchen Sprit. Vor dem Rennen hat der Mechaniker den Wagen vollgetankt. Trotzdem irritiert Ralf Glatzel die Tankanzeige. Wir haben jetzt die Reifen gewechselt, die neuen vorne drauf gemacht und vom Sprit her wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Sprit noch drin. Er hat leichte Aussetzung in der Kurve. Jetzt rein und gerade runtergelaufen, mal Sprit holen und jetzt versuchen es einfach mit den neuen Reifen mal, ob er noch ein bisschen pushen kann. Das Problem hat das Team noch nicht behoben. Mit Benzinausfällen hatte keiner gerechnet. Deswegen hat das Team auch gar keinen Treibstoff in der Boxengasse. Also muss Ralf Glatzel jetzt, ohne aufzutanken, wieder raus auf die Strecke. Für Familie Voss aus Leipzig ist der Sachsenring ein Heimspiel. Viele Sponsoren und Partner haben sich für das Rennen angekündigt. Und der Druck wird größer. Fahrerin Viktoria Voss ist direkt nach dem Qualifying zur Rennleitung gerufen worden. Wenn der Fahrer zur Rennleitung muss, dann hat er auf der Strecke irgendwas gemacht, was er nicht machen soll.
Nach 30 Minuten warten die Hiobsbotschaft. Wir waren gerade bei der Rennleitung und Vicky wurde gerade offeriert, dass er im Sektor 1 und 2 bei roter Flagge die schnellsten Zeiten gefahren ist. Und das ist nicht so schön. Und da gab es jetzt eine Strafe, 10 Startplätze nach hinten im ersten Rennen. Nach dem Start des Qualifyings kam es wegen eines Unfalls zur Rennunterbrechung. Bei dieser sogenannten roten Flagge dürfen die Autos nicht weiterfahren. Victoria Fross hatte die rote Flagge übersehen und ist weiter Bestzeiten gefahren. Von der Rennleitung gab es dafür die Höchststrafe. Sie startet beim Rennen vom letzten Platz. Im Nachbarzelt gibt es bei Team Glatzel noch einiges zu tun. Die Mechaniker haben den Tank ausgebaut und untersuchen alles auf Probleme. Beim Qualifying hatte Fahrer Ralf mit Spritproblemen zu kämpfen. Das darf im Rennen nicht passieren. Bis zum Start bleiben nur noch wenige Stunden. Der Fehler ist gefunden, aber noch nicht behoben. Wir hatten ein bisschen Dreck drin und wir vermuten, dass die Pumpe ein bisschen was mit abgekriegt hat. Haben jetzt gerade eine Pumpe auf dem Weg noch. Wir haben vom Ford-Händler kriegen wir jetzt noch eine Pumpe. Dann kommt eine neue Pumpe rein. Dann werden wir hier wieder den Tankschaum werden wir wieder reinmachen, weil der verhindert ist, dass wir in schnelle Kurven, dass der Sprit zu schnell wegläuft oder dass er in engeren Kurven bei schnellem Umsetzen, dass der Sprit zu stark im Tank schwappt. Dann muss das wieder alles reinmachen. Der sieht auch ganz sauber aus. Und dann sollte es fürs Rennen eigentlich funktionieren. Die neue Benzinpumpe kostet 200 Euro. Aber Ralf Glatzel hat Glück. Ein Autohaus in der Nähe ist einer seiner Werbepartner und stellt ihm das neue Ersatzteil kostenfrei zur Verfügung. Jetzt muss es nur noch passen und funktionieren. Oh, das ist die Motorpumpe. Oh nein. Ja, ist die verkehrte Pumpe. Warum? Verkehrte Pumpe. Wie verkehrte Pumpe? Das ist die Hochdruckpumpe und nicht die Hydraulik. Ja, freilich. Ja, aber das ist die Hochdruckpumpe, was wir uns mitgegeben haben. Noch 2 Stunden bis zum Rennen und der schwarze Ford Fiesta ist alles andere als startbereit. Stress im Fahrerlager. So kann der Amateurfahrer nicht starten. Während Ralf Glatzel mit seinen Sponsoren nach einer Lösung sucht, ruft Mechaniker Andi noch mal im Autohaus an und fragt nach. Haben die nicht da, oder? Nicht da. Jetzt kommt Plan B dran. Aus dem Ersatzauto haben die Mechaniker eine passende Pumpe ausgebaut. Sie wird noch einmal gereinigt und präpariert. Das kostet Zeit. Ralf Glatzel hofft, dass alles rechtzeitig fertig wird und die alte Pumpe dieses Rennwochenende durchhält. Solche ungeplanten Zwischenfälle strapazieren nicht nur die Nerven, sondern auch das Budget. Zumindest Personalkosten hat das Team nicht. Alle Helfer machen den Job ehrenamtlich. Immerhin Essen und eine Übernachtungsmöglichkeit gibt es vom Rennstall. Also alle, die jetzt da mit sind und helfen, die fahren mit, weil sie Motorsportfans sind, die bekommen kein Geld. Also die kriegen Essen, Trinken, aber kriegen kein Geld von uns. Weil sonst wäre es ja doch kostenintensiver. Das 20-Mann-Team opfert jede Minute Freizeit für den Motorsport. Für die Rennwochenenden nehmen sich einige extra Urlaub. Die meisten Helfer im Rennstall sind gelernte Kfz-Mechaniker. Andere Teammitglieder sind Freunde der Familie und haben beruflich nichts mit dem Motorsport zu tun. Sie unterstützen dafür beim Catering oder Bekleben der Autos. Pünktlich zum ersten Rennen am Sachsenring ist Ralf Glatzels Auto dank seines Teams fertig. Ob die alte Pumpe hält, weiß aber noch niemand. Ich bin nervös, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich denke, es wird schon klappen. Solange wir durch die erste Kurve alle gut durchkommen und dann das Auto jetzt alles hält, denke ich, wird es ganz gut werden. Während bei Glatzel Racing das Team rotiert, um technische Probleme zu beheben, herrscht bei Team Fross Optimismus. Mein Vater steht schon hier hinten, ist auch schon sehr gespannt, was jetzt gleich passiert. Und ja, der hofft halt auch, dass vorne mit ankommen, als erster möglichst. Victoria Fross startet beim Rennen wegen ihrer Strafe von ganz hinten. Anspannung und Nervosität vor dem wichtigsten Rennen der Saison. Und dann geht es los. Team Fross gegen Team Glatzel. Um auf ihrer Heimstrecke zu siegen, muss sich Victoria Fross von ganz hinten nach vorn kämpfen. Vicky ist vorne. Bei der Amateurserie STT gibt es einen fliegenden Start. Dabei nähern sich die Piloten bereits mit hoher Geschwindigkeit der Startlinie. Die Zeitnahme erfolgt dann beim Überqueren der Linie.
Victoria Voss hat sich direkt von hinten an ihren Konkurrenten vorbeigekämpft. Doch bereits in Runde 2 gibt es einen Unfall an der Rennstrecke. Was ist das denn? Die Autos stauen sich auf der Fahrbahn. Marcel Vogel schafft es nicht mehr zu bremsen und fährt ausgerechnet seiner Teamkollegin Victoria Voss hinten auf. Beide können zwar weiterfahren, haben aber starke Beschädigungen an ihren Autos. Das, was jetzt passiert ist, ist natürlich für ein Team mit das Schlimmste, was passieren kann. Wenn zwei Autos unterwegs sind aus einem Team und die kommen sich in die Quere, auch wenn sie nichts dafür konnten. Aber man sitzt da und denkt, na, das könnte doch bitte was anderes passieren. Die Fahrzeuge von Team Voss werden durch ihre Beschädigungen immer langsamer. Konkurrent Ralf wittert seine Chance zum Sieg und zieht vorbei auf Platz 1. Ja! Damit! Ja! Sehr geil! Geht doch! Ralf ist auf P1, ist vorbeigekommen. Doch die Freude bei Team Glatzel hält nur kurz. Was war? Nee. Das kann nicht sein, der ist voll gewesen. Wieder Probleme mit dem Tank. Das Rennen wird zur Zitterpartie. Ralf Glatzel kann sich nicht erlauben, langsamer zu fahren, denn das Team Voss sitzt ihm im Nacken. Team Voss greift jetzt zum letzten Mittel. Marcel Vogel soll seine schnellere Teamkollegin Victoria vorbeilassen, damit sie einen letzten Angriff auf Ralf Glatzel starten kann. Wir haben ihm dann gesagt, er soll bitte Vicky vorbeilassen oder gezeigt. Das hat er dann noch anstandslos gemacht, weil er hätte jetzt auch noch mal kämpfen können. Dann hätte Vicky viel Zeit verloren und so war eventuell die Chance, da Ralf zu kriegen. Die Leipzigerin ist direkt hinter dem führenden Ralf Glatzel und fährt die schnelleren Rundenzeiten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch plötzlich gibt es kurz vor Rennende erneut einen Unfall an der Rennstrecke. Der Wagen bleibt mitten auf der Strecke stehen und kann nicht geborgen werden. Es kommt zum Rennabbruch. Reaktion der Rennleitung ist prompt rot. Ist draußen Abbruch. Das Rennen nicht mehr neu aufgenommen wird. 15 Sekunden noch, aber es ist einer irgendwo. Ja, es ist rot. Es ist rot. Ja! Ja, geil! Ja! Zum Glück. Sau geil, Ralf. Perfekt. Ralf Glatzel rettet seinen Vorsprung in den Rennabbruch. Er hat den 16-jährigen Marcel Vogel und auch dessen Teamkollegin Victoria hinter sich gelassen. Wir haben jetzt mal einen Vorsprung. Bisher sind wir immer auf Platz 3 irgendwie die Saison gewesen, durch gewisse Umstände. Jetzt sind wir vorne, aber zusammengezählt wird, wenn wir am Nürburgring nach dem zweiten Rennen über die Ziellinie fahren und wer da vorne ist, der hat die Meisterschaft gewonnen. Ich sag mal, für jeden ist noch alles drin. Es kann auch alles passieren. Jeder kann ausfallen, jeder kann gewinnen. Ich glaube, man kann da noch nichts vorher sagen, wer das Duo gewinnen wird. Ich glaube, es bleibt sehr, sehr spannend bei uns in der Klasse. Bis zum Saisonfinale am Nürburgring muss Team Voss den Schaden an ihren Minis beheben, um die letzte Chance auf den Titel zu wahren. 4 Wochen später. Heute geht es zum Saisonfinale an den Nürburgring. Die Vorbereitung ist jetzt besonders wichtig. Beim Finale muss alles passen. Es geht um die Meisterschaft. 6 Rennwochenenden liegen mittlerweile hinter den Hobby-Motorsportlern. Die letzte Nacht hat Fahrer Ralf Glatzel kein Auge zugemacht. Die Rennen davor kann man immer noch sagen, okay, jetzt ist bei uns was passiert, der anderen kann auch was passieren. Oder wir müssen einfach gucken, dass wir die nächsten Rennen dann die Punkte wieder einholen. Jetzt ist halt einfach so, man weiß, das ist jetzt das letzte Rennen. Wenn mir jetzt irgendwas passiert, dann gibt es nichts mehr mit das nächste Mal aufholen oder sonstiges. Dann ist die Saison vorbei und man hat halt nicht gewonnen, sondern ist Zweiter oder Dritter geworden in der Meisterschaft. Der Nürburgring ist mit einer Streckenlänge von insgesamt 5,1 Kilometern die längste permanente Rennstrecke der Welt. Hier wird ab morgen das Saisonfinale der STT starten. Um 18 Uhr füllt sich langsam das Fahrerlager. Rennteams aus ganz Deutschland reisen an. Und wie immer muss zuerst einmal das Fahrerlager hergerichtet werden. Eine kommt hier vorne quer hin und die andere kommt hinten quer hin. Der Zeitplan ist eng. In wenigen Minuten wird es dunkel. Bis dahin soll alles fertig sein. Und noch ist kein Strom vorhanden, um das Licht anzuschließen.
immer am Nürburgring. Da haben wir jedes Mal haben wir da Theater mit dem Strom. Weil da drüben nur zwei Dosen sind, schlecht abgesichert, da hat es jetzt alles rausgehauen, da hat es keine Sicherungen mehr drin. Und solange können wir die Hebebühne nicht benutzen. Und wir sollten halt mal anfangen, bevor es dunkel wird. Der LKW benötigt dringend Strom. Sonst funktioniert die Hebebühne nicht und die Fahrzeuge können nicht entladen werden. Doch hier kommt der Strom nicht einfach aus der Steckdose. Da am Nürburgring Spitzenrennen wie Formel 1 stattfinden, verlaufen zur Sicherheit alle Stromleitungen unterirdisch. Für die Rennteams kosten diese Sicherheitsvorkehrungen zusätzliche Zeit. Bei der Rennleitung müssen sie zum Öffnen der Gullideckel extra Werkzeug holen, um dann ihre Stromkabel unterirdisch anzuschließen. So, Deckel wieder zu. Endlich ist Strom da und es kann weiter aufgebaut werden. Bis in die Abendstunden arbeiten alle Rennteams ohne Pause. Erst wenn die Zelte stehen und die Autos fertig sind, wird Feierabend gemacht. Der nächste Morgen. Das alles entscheidende Finalwochenende beginnt. Bei Glatze Racing wird der schwarze Ford Fiesta kurz vor dem Qualifying noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Ausfälle kann sich das Team heute nicht erlauben. Ralf Glatzel startet zum Qualifying. Nach seinem letzten Sieg am Sachsenring liegt er nun vor dem letzten Rennen auf Platz 1 der Gesamtwertung. Doch dann bricht Hektik bei dem Rennstall aus. Was denken eigentlich die, was die sind? Was heißt denn A8 fahren, können sie einfach reinhalten oder was? Nein, das machen wir schon. Das können wir hin. Das ist der nächste Qualifying heute. Mit Lackierung. Das ist der weiße durch, der hat sich schon verbremst, ist gerade aus durch, dann ziehe ich rein und auf einmal tut es einen Schlag. Guck mal, siehst du, wo ich bin? Und der ist mit Kamera, total leicht. Kamera, voll rein. Gleich nach. Ja. Er ist ja auch weg. Entschieden, Fenster Steffi geht. Guck mal, wo man sieht. Dir geht's gut? Weiß halt ganz schön weh, Mann. Mitten im Qualifying ist Ralf Glatzel ein anderer Pilot in die Seite gefahren. Irgend so ein A8 hat gemeint, er ist der Überflieger oder was und ist mir voll in die Seite reingefahren. Ich war schon im Einlenken und er ist einfach geradeaus und ins Auto rein. Um solche Zwischenfälle festzuhalten, hat der Rennfahrer eine Kamera im Auto installiert. Mit dem aufgezeichneten Material geht es jetzt zur Rennleitung. Hier sitzen Mitarbeiter von der STT und verfolgen an Streckenkameras das Rennen. Bei Zwischenfällen entscheiden sie, welcher Fahrer bestraft wird. Schlimmstenfalls werden Regelverstöße und unsportliches Verhalten mit Disqualifizierung geahndet. Bringen tut es mir prinzipiell nicht arg viel, weil die Kosten, wenn wir trotzdem weiter drauf sitzen bleiben und das kaputte Auto, dass wir jetzt zum zweiten Qualifying rauskommen, aber mich kotzt es halt einfach tierisch an, das sind riesen Kosten. Ja, wir hatten mal über Budget geredet, das wird jetzt eine komplette rechte Seite neu sein. Für das, dass einer einfach meint, er muss im Qualifying, das Schlimme ist ja noch Qualifying, im Rennen kann immer mal was passieren, aber im Qualifying geht, fährt jeder um die Zeit, da bringt sie nicht voran, wenn er mir jetzt ins Auto fährt. Also ja, und ganz zu schweigen von Schmerzen, was man hier hat. Also ich muss sagen, die Schmerzen im Kreuz sind wesentlich höher als beim Überschlag gewesen, weil es einfach seitliche Belastungen waren. Wie die Geschichte ausgeht, erfährt Ralf Glatzel später. Vorher muss erst einmal sein schwarzer Rennbolide wieder fahrtüchtig gemacht werden. Mit einer eingedellten Tür darf er nicht fahren, denn im Notfall kann der Fahrer von Rettungskräften nicht geborgen werden. Also benötigt er eine neue Beifahrertür. Für solche Zwischenfälle hat das Team an den Rennwochenenden immer ein Ersatzfahrzeug dabei. Aus diesem haben sie jetzt die benötigte Tür ausgebaut und setzen sie nun in das verbeulte Fahrzeug von Ralf Glatzel ein. Gut aus. Wir können auf jeden Fall fahren. Es sieht ganz gut aus so. Und schauen wir mal, wie es wird. Während die Mechaniker alle Rückstände des Unfalls beseitigen, ist Ralf Glatzels Freund Uwe mittlerweile mit dem Ergebnis von der Rennleitung zurück. Also das Ergebnis ist jetzt da so rausgekommen. Die holen den Fahrer noch mal her. Okay. In die Race Control. Du brauchst nicht mehr kommen. Ja.
der bekommt eine Verwarnung. Ja. Weil der Sportkommissar, der dabei gesessen ist, ist der Meinung, du hättest den Unfall zu 20% vermeiden können, indem du noch weiter rausgefahren wärst. Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass die zwei viel zu spät auf der Bremse sind und einfach irgendwo reinschießen, wo und gar nicht... Die sind der Meinung, er wollte halt einfach ihm hinterher. Können wir jetzt Protest einlegen, was uns aber nichts nicht bringt. Wirklich was bringt. Das bringt uns nicht wirklich was. Ralf Glatzl ist bedient. Für ihn geht es dieses Wochenende um alles. Das denkt er zumindest. Doch auch im Nachbarzelt läuft alles anders als geplant. Während des Qualifyings sitzt Victoria Fross nicht in ihrem Mini. Sie tritt dieses Wochenende gar nicht an. Wir haben für Nachwuchs in der Rennfahrerszene gesorgt und deswegen fahre ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Aber mir geht es soweit ganz gut. Ich weiß, dass der Fahrer mein Auto gut behandeln wird. Es ist ein toller Fahrer und auch ein toller Mensch. Und ich freue mich, dass er hier ist und mein Auto fährt. Victoria Fross ist schwanger und muss eine Pause vom Motorsport einlegen. Für ihren Mini hat sie einen Ersatzfahrer organisiert. Dominik Vogel, Bruder von Marcel, startet beim Finalrennen als Gastfahrer. Damit kriegt er zwar keine Punkte für die Gesamtwertung, kann aber um den Tagessieg mitfahren. Für ihren Ersatzfahrer muss das Team Victorias Auto extra neu beschriften. Ansonsten darf Dominik Vogel den Mini so übernehmen. Neben Victoria Fross tritt auch ihr 16-jähriger Teamkollege nicht an. Marcel Vogel sitzt wegen eines Fluglotsenstreiks auf Mallorca fest. Somit können beim alles entscheidenden Finale der Saison weder Victoria Fross noch ihr Teamkollege antreten. Das ist natürlich extrem bitter, weil gerade theoretisch hätten ja beide noch Chancen auf diese Meisterschaft in der Klasse gehabt. Ne? Ich meine, Ralf Glatzl muss auch erstmal durchfahren, dass er halt die Meisterschaft gewinnt. Und das ist jetzt natürlich für das Team auch extrem bitter, aber ich hoffe, dass wir trotzdem eine gute Platzierung heute erholen können. Der Stress während des Qualifyings war beim Team Glatzl also völlig umsonst. Beim Finale ist der Schwabe plötzlich konkurrenzlos. Er hat die Meisterschaft damit gewonnen. Zum zweiten Mal in seiner Karriere. Im Prinzip braucht er gar nicht mehr fahren, der Ralf, weil er ist momentan auf Platz 1 in unserer Klasse und somit bräuchte er eigentlich keine Punkte mehr machen, weil Marcel ist nicht da. Beim Team Frost fährt dieses Wochenende nur ein Fahrzeug. Und zwar das mit Ersatzfahrer Dominik Vogel. Für den Familienrennstall aus Leipzig ist die Meisterschaft verloren. Nach 6 Rennwochenenden können die beiden Titelanwärter nicht mitfahren. Wir haben ja auch den Anspruch gehabt, ganz vorne zu sein. Das fehlt uns schon ein bisschen. Also da, auch wenn wir hauptsächlich eigentlich als Hobby hier sind und so ein bisschen Vergnügen, aber wir haben da schon ein bisschen Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist geweckt. Wenn schon keine Meisterschaft, dann wenigstens den Tagessieg für Dominik Vogel. Damit muss der Marcel im Prinzip aus der Ferne zuschauen, wie sein älterer Bruder Dominik ihn bei seinem Comeback vertritt. Bis jetzt mit Bravour Platz 1 vor Ralf Glatzl im berühmten Bruno Banani Ford Fiesta. Nach 30 Minuten Rennen ist es eindeutig. Dominik Vogel holt sich den Tagessieg beim Finale der Saison und sorgt damit trotz aller Widrigkeiten für einen erfolgreichen Saisonabschluss für das Team Fross. Beim größten Team der Serie, Glatzl Racing, wird ordentlich gefeiert. Ralf Glatzl hat es nach 7 Rennwochenenden geschafft. Er ist in seiner Klasse ganz oben und hat die Meisterschaft gewonnen. Ihr wart gut feiern, das ist schon klar. Es freut mich schon ziemlich, dass wir es jetzt trocken geschafft haben. Es war ja wirklich ein ziemlich chaotischer Start. Wir haben immer ziemlich viele Tiefs gehabt, aber es ging auch immer mal wieder was und sind wieder aufgestanden, sag ich mal, und haben weiter gekämpft. Die Autos haben gehalten, wir hatten jetzt keine größeren Schäden, halt bloß Kleinkram. Und ich glaube, wir sind alle zufrieden, ich bin auch zufrieden. Das war echt eine ganz tolle Saison. Eine spannende Saison. Der Spezial-Tourenwagen-Trophy ist vorbei und entschieden. 7 Rennwochenenden voller Rückschläge, Unfälle und Siege. Für den Kick im Rennauto zu sitzen und ihre Leidenschaft auszuleben, geben die Hobby-Motorsportler alles. Sie sparen das ganze Jahr und geben für eine Saison bis zu 250.000 Euro aus. Es ist die Leidenschaft für den Motorsport, die diese Familien antreibt. Und für die nächste Saison stehen sie schon in den Startlöchern.